Schönen guten Morgen, Auswahl-Orakel, Nachricht für dich. Ihr habt hier den silbernen oder den roten Buddha. Ich mische, lege aus und dann drehen wir um. Und schauen mal, was die Karten uns hier mitgeben. Okay, dann nehmen wir noch einen Engel, ein Engelchen. Und eine Themenkarte. Dann würde ich sagen, dürft ihr euch entscheiden oder auch die Stapel für eine andere Person oder für, sagt mir schnell, einen anderen Bereich nehmen. Ah, mir fällt es schwer. Ich entscheide mich für Silber und bleib auch dabei. Okay, da haben wir die Zwillingsflamme. Die Karte wollte ich eigentlich schon lange aus dem Programm nehmen, weil es etwas ist, das zwar anscheinend existent ist, aber für mich eben nicht. Meinungssache, Ansichtssache. Es gibt ja viele, die machen da ein Thema draus oder auch ein Fass auf. Für mich sind das alles Spiegelungen, Personen, mit denen man vielleicht extreme Themen zusammen hat. Viele denken auch, die Zwillingsflamme sei so toll. Dabei ist es eben so, dass die oftmals die unangenehmsten Dinge spiegeln. Also sprich, was ich an mir selber nicht sehen will und kann, erkenne ich im anderen. Ja. Im weitesten Sinne würde ich sagen, es ist irgendjemand, der dir besonders am Herzen liegt, mit dem du aber auch so deine tiefsten Themen hast. Eine Person kann das sein. Viele haben ja auch das Thema, dass sie mal zu zweit ankommen sollten, aber alleine auf die Welt kamen. Bei mir war das zum Beispiel auch so. Habe ich mal im Mutterpass meiner Mutter gesehen, da stand Gemini. Sie hat mir darüber nie was gesagt, aber es stand ja nicht umsonst dran drin. Rausgekommen bin nur ich, also so zu eurer Erklärung, wie ich es für mich deute. So, und es geht darum, die Situation in die Hand zu nehmen, wo du vielleicht gerade die größten Spiegel hast. Damit verbunden ist irgendetwas, wo du tatsächlich irgendetwas tust, das entspricht deiner tiefsten Sehnsucht, aber du traust dich vielleicht nicht oder du kennst den Platz nicht, wo du bei deinem Sprung aufsetzt, und eine sehr große Phase der Transformation ist gerade bei dir im Leben. Das heißt, viele Veränderungen, viele Prozesse, die ihr vielleicht auch so gar nicht kennst. Aber dieses Handlungsfähigsein steht hier im Vordergrund. Ne? Auch mal was zu tun, was man nicht tut in der Regel, sondern das Ausprobieren gehört hier zu dieser Transformation dazu.
Ja, brauchst du vielleicht ein paar Infos, gerade wenn Dinge neu sind oder wenn ja, ins Ungewisse heißt ja auch immer, man kann nicht richtig absehen, wo man landet, aber man vermeidet vielleicht auch viel, wenn man nicht probiert. Also hol dir alle Infos, die du brauchst. Wir haben mit der 9 den spirituellen Lehrer. Hier geht es darum, in sich selbst zu gehen. Das ist, glaube ich, auch der Eremit im Tarot. Sich zu fokussieren, das Licht strahlen lassen, zu überlegen, wo es Gleichgesinnte gibt, wo man vielleicht irgendwo auch einen Mentor herkriegt. Hier geht es sehr viel um Erkenntnisse, die man vielleicht auch mit anderen teilt oder wo andere einem was mit auf den Weg geben. Und du darfst dich hier klären, Kraft sammeln, Reserven, Ressourcen aktivieren. Ich glaube, es kommt ja auch ganz viel Info hoch bei dir über den Zustand des Alleineseins oder der Meditation zum Beispiel. Hier habe ich einen Weg, der ist ein bisschen mit Hindernissen behaftet. Also es scheinen sich dir Situationen zu zeigen, wo sich dir ein Berg in den Weg stellt, wo sich dir etwas in den Weg stellt. Und du kannst jetzt entscheiden, wie gehst du damit um, ne? Wie umläufst du diesen Berg? Wie überwindest du das Hindernis an sich? Und hier wird einfach gesagt, ne, nimm die Situation in die Hand, lass dich nicht ausbremsen. Es gehört hier dazu. Mit der 21 haben wir hier mit den Lenormand-Karten von Sven natürlich auch eine Zahl. Finde ich in diesem Fall super, denn zu der 21 gehört im hebräischen Alphabet die 300 und wenn man die 300 reduziert, kommen wir bei der 3 raus. Was soll ich sagen? Eine göttliche Phase, eine göttliche Transformation, Gedeihen von Fülle, man kriegt ein Ja, also lass dich nicht ausbremsen. Hier unten haben wir tatsächlich noch den Engel der Meditation. Hier geht es darum, mehr Ruhe zu finden, Antworten zu kriegen, hier mit dem spirituellen Lehrer sowieso über das eigene, das Innere und auch das Außen. Lass dir vielleicht Zeit, dich nicht vom Außen so beeinflussen zu lassen, sondern kläre diesen Prozess mit dir selber. Du kriegst die Antwort, auch wenn mit Hindernissen. Okay, mal wieder sehr spannend. Gerade das, was ich euch jetzt auch zum Thema Zwillingsflamme gesagt habe, das ist meine persönliche Meinung. Das kann jeder so denken, wie er will. Ich für mich sehe das so. Und es ist niemand was Besonderes als der andere, ne? Gut, dann haben wir beim roten Buddha hier tatsächlich eine Phase der Läuterung. Und diese Phase bringt dir mit, dass du hier gibst du deinen Stopp, ne? Hier setzt du die Priorität. Hier ziehst du vielleicht auch eine Grenze in irgendeinem Thema. Hier kümmerst du dich um Dinge, die für dich wichtig sind, für dein Weiterkommen. Grenzen setzen ist wahrscheinlich hier oberste Priorität. Guck mal, wie das passt. Setz dich durch, ne? Hier kommt ein Stopp, hier geht es um deine Dinge. Hier bestimmst du, wer was mit dir machen darf, tun darf, Zeit verbringen darf. Auch da geht es darum, mit der Läuterung etwas zu Ende gehen zu lassen, etwas Neues zu erschaffen. Und auch mit Mutter Maria hier darfst du wirklich erwarten, dass deine Gebete erhört werden. Es kann hier um mehr Zeit für dich gehen, um mehr, ich sag mal, du investierst in irgendwas rein, was für dich ein Neuanfang bedeutet und lässt dich nicht davon ausbremsen, was andere Menschen sagen oder wo vielleicht irgendwie etwas sein könnte, wo man dich klein halten will. Guck mir gerade im, ja klar, war klar. Läuterung und die Wolken.
Es geht darum, dass du vielleicht irgendwie noch wo im Nebel stehst, dass die Dinge sich dir noch nicht richtig zeigen. Ein Übergangsprozess vielleicht auch. Und mit der 6 im hebräischen Alphabet haben wir tatsächlich die Zahl 6. Und da kommt ein Weckruf. Da ist irgendwas aus dem Gleichgewicht und du darfst wieder Führung aufnehmen. Also dieses Stopp, halt, ich setze meine Dinge durch. Und den Fokus auf dich zu richten, wo deine Balance auch wieder herkommt, ist hier ganz wichtig. So, die 3 der Emotionen. Hier geht es um einen kleinen Grund zu feiern. Hier gibt es Neuigkeiten. Neue Freunde finden sich ein. Es kommen Gemeinschaften Gleichgesinnter näher. Und es geht wirklich um aufregende Neuanfänge. Und ein glückliches Ende. Das bestätigt sich zweimal. Die Situation wird sich für dich, auch wenn sie noch nicht ganz durch ist, besser klären, als du denkst. Von den Engeln haben wir hier für dich den Engel der bedingungslosen Liebe, der dir natürlich mitgibt, dass du Liebe bist und dass alles um dich herum auch Liebe ist. Also es kommt auf deine Sicht an, ne? Wie sind die Bedingungen? Was erwartet man von dir, damit du geliebt wirst? Gar nichts. Du brauchst gar nichts tun. Du musst dir nichts, anderen nichts beweisen und dir selber nicht. Liebe ist einfach da. Ne? Okay, ihr Lieben, jetzt schon wieder so was Tiefgründiges am frühen Morgen. Aber ich kann es halt nicht ändern. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch. Bis bald.